Gestern Euphorie, heute eher Lethargie, zumindest bis jetzt. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Man hat so das Gefühl, die Märkte müssen diese gestrige Euphorie um diese Steuerpläne der Trump-Regierung jetzt erstmal irgendwie mental verarbeiten. Der DAX ist schwer dabei, das zu verarbeiten, in einer Handelsrange etwa von gut über 40 Punkten nur. Also da bewegt sich kaum etwas an der 12.700er Marke, der deutsche Leitindex, die US-Indizes dann zunächst mit schwächeren Futures, vor allem der Nasdaq-Future, haben sich dann jetzt zum Handelsstart wieder etwas erholt, aber in der Summe kaum bewegt, kaum verändert, weil man eben nachdenkt, was hat jetzt uns Donald Trump gestern gesagt, was ist da eigentlich das Thema bei dieser ganzen Steuersenkung. Die groben Stichpunkte sind ja klar, was soll kommen, was soll passieren. Gary Cohn, der Wirtschaftsberater und einst designierter Fed-Chef, das hat sich wohl erledigt nach den kritischen Aussagen Cohns über die Äußerungen von Trump über Charlottesville. Der jedenfalls hat heute gesagt, naja, das Wirtschaftswachstum, das wird so toll sein, dass praktisch diese Steuersenkung sich dann selbst finanziert. Das wäre ein Wunder, denn das hat es noch nie gegeben in der Wirtschaftsgeschichte, aber wenn Trump an der Macht ist, dann gibt es ständig Wunder. Wahrscheinlich wird auch diesmal natürlich ein Wunder kommen. Selbst wenn das Wachstum ansteigen würde, und das wäre ja durchaus zu erwarten, wenn wirklich da mehr Geld im Umlauf ist, weil die Leute einfach mehr Geld in der Tasche haben, sowohl die einzelnen Leute als auch eben die Unternehmen, dann würde eben das zur Anheizung der Inflation führen. Dann müssten die Zinsen nach oben gehen. Ohnehin müsste die USA viel Schulden aufnehmen, neue Schulden aufnehmen über Staatsanleihen, um diese fehlenden Einnahmen zu kompensieren. Dann würden die Anleger höhere Risikoprämien erwarten und fordern, die Fed müsste die Zinsen anheben, weil das Geld, das in den Umlauf kommt, in die Inflation anheizt etc. Also wären praktisch schon die Nebenkosten, nämlich die Zinskosten, die würden das mehr oder weniger auffressen, was das Wachstum bringt, und dann ist eben sozusagen diese ganze Geschichte alles andere als einnahmeneutral, wie die Trump-Regierung sich das vorstellt. Überhaupt fehlen ja wahnsinnig viele Punkte noch, die nicht mal angesprochen wurden in diesem gestrigen Papier. Ansonsten haben wir Konjunkturdaten gesehen, wir haben das BIP gesehen, letzte Veröffentlichung mit 3,1% noch ein Ticken besser als erwartet, die Erstanträge nicht so schlimm wie erwartet und auch das Handelsbilanzdefizit der USA etwas kleiner als erwartet. All das interessiert im Grunde nicht. Man orientiert sich vorwiegend jetzt an der Frage, was wird passieren, kommt diese Steuersenkung, kommt sie nicht, das ist die große Frage, mit der die Märkte jetzt hantieren. Jedenfalls haben wir jetzt zunächst mal ganz unlethargisch am Devisenmarkt auch durchaus eine Veränderung gesehen, der Dollar büßt ein, das sind also Gewinnmitnahmen der Fall, der Euro hat an die 1,18er Marke angeklopft, den DAX hat das nicht interessiert, man hat das Gefühl, den DAX interessiert derzeit nicht, ob der Euro fällt oder Euro steigt, das hat keinerlei Einfluss. Da passiert gar nichts mehr, da ist diese Relation, diese Korrelation offenkundig nicht mehr gegeben. Und da ist jetzt die Frage, schafft der DAX den Sprung über diesen Bereich 12.700, den nachhaltigen Sprung, und kommt dann irgendwie mal ein Anschluss oder ist da jetzt eigentlich alles Gute schon drin? Die US-Märkte haben ja praktisch hier schon das Gelingen dieser Steuerreform eingepreist und das wird ein sehr, sehr weiter Weg, wenn es überhaupt machbar ist. Wenn es überhaupt schaffbar ist, das müssen wir sehen. Schauen wir uns die Dinge in den Charts mal an. Gucken wir, was da los ist. Wir starten mit dem deutschen Leitindex. Ja, hier diese 12.700er Marke. Da sind wir im Grunde seit heute früh gleich hingesprungen. Und jetzt meandern wir so mal ein bisschen drunter, mal ein bisschen drüber. Fast bewegungslos, möchte man meinen. Schauen wir uns mal den größeren Chart an. Da sehen wir hier, wir haben dieses Aufwärtsmomentum. Erste ganz große Welle, dann verschnaufen, jetzt zweite Welle, Fragezeichen. So furchtbar dynamisch geht es jetzt gerade nicht zur Sache. Nächster Widerstand wäre 12.735 in der Zone und dann die 12.840er Marke wäre zu beachten. Schauen wir uns die US-Indizes an. Da passiert auch nicht so furchtbar viel. Wir haben gestern diese ziemlich wilden Schwünge stark rauf, dann auch wieder ziemlich deutlich runter, um dann noch stärker rauf zu gehen, um dann am Ende wieder ein bisschen abzuverkaufen. Der S&P bei knapp 2507 Punkten. Wir haben den Dow Jones, der anfangs schwächelte wegen Boeing, werden wir gleich sehen, der sich jetzt ein bisschen besser wieder entwickeln kann, nachdem er zunächst der schwächste Index heute war. Der stärkste Index war gestern fraglos der Russell 2000. Hat heute Morgen schon gesagt, wir haben hier ein KGV zwischen 80 und 90 nach meiner Kalkulation.
wenn wir die Firmen einberechnen, die in diesem Index sind, die Verluste machen. Das ist etwa ein Drittel der Firmen. Und das zeigt, wie absurd hoch die Bewertung ist dieser amerikanischen Nebenwerte, die am meisten ja von der Steuersenkung profitieren würden, weil sie anders als die ganz großen Unternehmen in den USA eben wirklich an die 35% Steuern zahlen. Viele große Unternehmen in den USA, die zahlen 14% oder 15%. Diese 35%, die stehen für diese dicken Fische eigentlich nur auf dem Papier, sind nicht Realität. Jetzt ein bisschen eine Korrektur. Jetzt wird also die ganze Geschichte wieder günstig, muss man unbedingt sofort einsteigen auf der Long-Seite. Schauen wir uns den Nasdaq 100 an, auch hier etwas weniger lethargisch als die anderen Märkte teilweise. Es ging zunächst runter auf Future-Basis, wie von mir schon gesagt, dann hoch, jetzt wieder ein bisschen nachdenken, welche Richtung wollen wir denn. Wir sehen hier den Euro-Dollar, der jetzt hier so im Bereich 1,1720 möglicherweise einen Doppelboden erstmal ausgebaut hat, jetzt zu einer technischen Korrektur ansetzt. Die 1,18er Marke ist durchaus wichtig, dann die Zone 1,1825, so um den Dreh hier liegen wichtige gleitende Durchschnitte, Fibonacci-Levels und. Wir haben den Dollar-Yen schwächer noch unter der 113er Marke. Wie ich sagte, der Dollar ist heute eher in der Defensive, nachdem er gestern ja so profitieren konnte mit dieser Steuerfantasie von Donald Trump. Wir sehen Gold nach wie vor unter Druck. Nächste Woche ist goldene Woche in China. Das heißt, da fahren die Chinesen alle in den Urlaub oder nach Hause, wenn sie in Städten wohnen und dann in ihre Heimat wieder zurückkehren. Die Börsen werden geschlossen sein. Normalerweise eine schlechte Zeit für Gold, denn dann fehlen die chinesischen Nachfrager, die gerne Gold kaufen. Saisonal ist das sehr ungünstig. Wenn wir uns die letzten Jahre anschauen, dann ist Gold immer in der goldenen Woche eigentlich gefallen. Mal etwas stärker, mal etwas weniger stark, um dann zu steigen, wenn die goldene Woche vorbei ist. Also die Bullen müssen vielleicht noch eine gute Woche warten. Wir sehen Silber weiter unter Druck, $16,75. Sehen den Ölpreis bei $52,35. Keine wirklich bewegenden Nachrichten. Wir haben mit als stärksten Wert im DAX heute die Deutsche Bank, gleich hier wieder mit einem dicken Gap nach oben, eben aufgrund dieser Zinshoffnung, die in den Finanzwerten jetzt eingepreist wird. Heute Nacht hat Eric Rosengreen, Boston Fed-Chef, gesagt, ja, diese graduellen Zinsanhebungen, die sind gerechtfertigt. Ein anderes sehr wichtiges Mitglied, James Bullard, der hat nochmal gesagt, ja, die Aktien oder die Asset-Bewertungen, die sehen ein bisschen überdehnt aus, a little stretched. Und wenn ein Notenbanker sagt, ein bisschen überdehnt, dann ist das aufgrund der normalen diplomatischen Gepflogenheiten im Klartext eigentlich, wir haben es hier mit Blasen zu tun, interessiert die Märkte aber nicht. Wir sehen dann noch abschließend eben eine Boeing, interessante Geschichte. Boeing hatte ja hier geklagt gegen Bombardier, diesen kanadischen Flugzeughersteller. Daraufhin hat das amerikanische Finanzministerium praktisch einen massiven Strafzoll erlassen für bestimmte Flugzeuge von Bombardier. Aber das Problem für die Briten ist, da werden große Teile dieser Linie, dieser C-Linie in Nordirland produziert für Theresa May, eine extrem wichtige Region, der sie es verdankt, dass sie überhaupt noch regieren kann, weil da ja so eine rechtskonservative Partei ist, mit der sie nach ihrer Wahlschlappe sozusagen eine Allianz eingegangen ist. Jetzt hat Theresa May klargemacht, liebe Leute, liebes US-Handelsministerium, wenn ihr sozusagen uns hier die Jobs kaputt macht, und da geht es um viele Jobs in Nordirland, dann werden wir überdenken müssen, ob wir nochmal Boeing-Flugzeuge kaufen werden. Damit würde sozusagen ein nicht unerheblicher Nachfrager nach Boeing-Maschinen würde wegfallen. Das klingt alles nicht so richtig gut. Da hat man sich doch erhofft seitens der Brexit-Befürworter, dass es hier schnell zu einem Freihandelsabkommen zwischen den USA und Großbritannien kommen würde. Mit diesem Freihandelsabkommen wollte man dann in die Verhandlungen mit der EU gehen und zu sagen, seht her, wir haben hier einen super Deal mit den Amerikanern, wir brauchen euch nicht, also gebt uns ein gutes Angebot. Das scheint jetzt wegzufallen, weil die Amerikaner unter Trump sagen, America first, und was ihr macht, ist uns egal. Und jetzt droht vielleicht sogar so eine Art Handelskrieg zwischen den USA und Großbritannien. Das wäre natürlich der Oberhammer und würde die Verhandlungsposition von Theresa May respektive der britischen Regierung weiter verschlechtern gegenüber der EU. Also, das soll es erstmal gewesen sein. Vielleicht haben wir morgen mehr Bewegung. Vielleicht kommt jetzt nochmal Bewegung rein. Wir werden sehen. Ich wünsche erstmal einen wunderschönen Feierabend. Machen Sie es gut. Bis dann. Ciao.